Die Festung Europa. Gesichert durch Zäune, Grenzpatrouillen oder gepanzerte Fahrzeuge. Und immer häufiger auch durch Drohnen. Die sollen künftig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gesteuert werden und hunderte Quadratkilometer in Echtzeit und rund um die Uhr beaufsichtigen. Das würde die oft unterbesetzten Grenztruppen entlasten, versprechen die Hersteller. Kritiker warnen aber davor, hoheitliche Aufgaben an eine Maschine abzugeben und befürchten die totale Überwachung. Darüber möchte ich natürlich sprechen mit Matthias Monroy. Er ist Journalist und Bürgerrechtler und schreibt auf vielen Online-Plattformen, unter anderem netzpolitik.org. Guten Tag, Herr Monroy. Wie sehen Sie das? Gehen wir doch in Richtung Überwachungsstaat, wie so viele befürchten? Ja, ich würde sagen, das ist ein kontinuierlicher Pfad in den Überwachungsstaat. Und jetzt gibt es halt neue Möglichkeiten. Also dadurch, dass mit Drohnen, ich sag mal, eine Kameraüberwachung auch in einer neuen Dimension dazu gekommen ist. Fangen wir vielleicht von Anfang an. Also wo genau und wofür werden Drohnen im Moment in der EU eingesetzt? Also im Polizeibereich gibt es sie eben zur Überwachung. Das hängt ein bisschen auch von der Größe der Drohnen ab. Es gibt ja also kleine Drohnen, wie sie im Elektronikmarkt zu kaufen sind, also Quadrocopter, Senkrechtstarter, bis hin zu riesengroßen Drohnen, die fast so kleine Passagierflugzeuggröße haben, mit denen eben auch überwacht wird. Und die einen haben eine kurze Ausdauer, die anderen haben eine lange Ausdauer. Und das bestimmt dann auch so ein bisschen die Einsatzgebiete. Die einen sind dann eher über Land, die anderen vielleicht über See. Und die EU hat auch Kooperationen mit anderen Staaten entlang der Migrationsrouten in Afrika zum Beispiel und natürlich rund um das Mittelmeer. Wo sind die Hotspots sozusagen? Also was die großen Drohnen angeht, sind die Hotspots die Außengrenzen, die maritimen Außengrenzen. Also das wäre eben zu Nordafrika oder eben zur Türkei. Was die kleinen Drohnen angeht, da gibt es auch Landgrenzen. Also im Westbalkan gibt es ja auch noch einige Staaten, die nicht zur Europäischen Union gehören. Das wäre also beispielsweise Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Da fliegen also auch beispielsweise Drohnen. Aber ich sage mal so, der Hotspot, wo auch die großen Drohnen fliegen, die richtig großen Drohnen, die aus dem Militärbereich kommen eigentlich, das ist das Mittelmeer. Und zwar das östliche Mittelmeer, also die Ägäis, und das zentrale Mittelmeer. Man sagt, dass dadurch, dass das Meer der bestüberwachte Gebiet in Europa oder beste überwachtes Meer in der Welt ist. Sehen Sie das genauso? Ja, auf jeden Fall. Also die Überwachung ist eigentlich perfekt. Ich meine, das ist ja ein relativ kleines Gewässer, wenn man das ja mit einem Ozean beispielsweise vergleicht. Und die Europäische Union, also die Anrainer, Spanien beispielsweise, Frankreich, Italien oder Griechenland, haben natürlich weitreichende Möglichkeiten, diese Gewässer zu überwachen. Aus der Luft, per Satellit, mit Radar, mit allen möglichen anderen Sensoren. Und das ist ja quasi auch auf europäischer Ebene, auf Ebene der Europäischen Union, ist das ja auch quasi zusammengeschaltet. Plus die Europäische Union hat nochmal eigene Mittel, die dazu beitragen, zu diesem Lagebild, zu diesem maritimen Lagebild. Also man fragt sich, weshalb da eigentlich noch Menschen ertrinken. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex setzt seit 2015 Drohnen immer im größeren Stil ein. Welche genauen Systeme sind da im Einsatz und sind es überwiegend autonome Drohnen oder werden manche auch doch von Menschen gesteuert? Also autonome Drohnen gibt es gar nicht im Polizeibereich. Das gibt es eigentlich auch im Moment in dem Sinne im Militärbereich noch nicht. Also auch dort wird der letztliche Einsatzbefehl immer von einem Menschen gegeben. Natürlich kann die Drohne dann feste Flugpunkte abfliegen, die man halt definiert. Also insofern ist sie, was den Weg angeht, möglicherweise schon autonom. Aber ich würde nicht von Vollautonomie sprechen. Also daran wird gerade geforscht. Das gibt auch alle möglichen Forschungen jetzt im Bereich mit künstlicher Intelligenz oder auch mit Drohnenschwärmen beispielsweise. Aber die großen Drohnen, von denen wir sprechen im Mittelmeer oder in der Ägäis,
Die werden also wie Flugzeuge, wie Pilotinnen und Piloten, muss man sich das vorstellen, nur dass die eben im Container sitzen am Flughafen, wo die Drohne gestartet und gelandet ist und quasi ihre Informationen lediglich über einen Bildschirm haben, also über Kameras, die an den Drohnen verbaut sind. Und die fliegen halt quasi auf hoher See. Sie haben gerade die Drohnenschwärme angesprochen und bald sollen die entlegene Grenzabschnitte autonom überwachen. Was erhofft sich der Grenzschutz mit dem neuen Forschungsprojekt Reaction zum Beispiel, den Sie angedeutet haben? Was sind die Vorteile? Naja, also mit Drohnen hat man natürlich einfach nochmal, ein Auge mehr und aus der Luft, wo man eben in unzugängliche Gebiete kommen kann. Drohnen sind relativ günstig im Vergleich zu Flugzeugen. Also das ist ja auch ein Faktor. Also erstmal spart man massiv an Gewicht. Das heißt, die Geräte können kleiner sein, sind dadurch auch kostengünstiger natürlich. Und wenn sie in Schwärmen fliegen, dann können sie sich quasi eben, also entweder sie wechseln sich gegenseitig ab, also eine Drohne, die quasi den Akku laden muss, landet, die andere steigt automatisiert auf beispielsweise. Oder sie sind eben in Schwärmen unterwegs, so dass sie auch große Gebiete abdecken können. Also die kleinen Quadrocopter, diese Senkrechtstarter, die wir vielleicht unter dem Weihnachtsbaum auch schon gefunden haben beispielsweise, die haben ja eine relativ kurze Ausdauer, also länger als eine Stunde fliegen die normalerweise nicht und die fliegen auch nicht besonders hoch. Wenn man aber viele davon hat, kann man trotzdem ein sehr großes Gebiet abdecken. Wie schwer wird es dann für andere Bürger, zum Beispiel im Tourismusbereich, nach Europa zu reisen? Wird es da Auswirkungen haben? Ja, also was die Grenzüberwachung angeht, betrifft es ja eben Menschen, die einen europäischen Pass haben, jetzt beispielsweise erstmal nicht. Also ich sag mal so, die meisten Anwendungen, von denen wir hier sprechen, die betreffen nur Menschen aus Drittstaaten. Das ist der Ausdruck, damit ist also gemeint, Menschen außerhalb der Europäischen Union, die nicht Staatsangehörige der 27 Mitgliedstaaten sind. Und man hat halt angefangen, in diesem Grenzüberwachungs- und Grenzkontrollbereich, da wurden eben zuerst Systeme entwickelt, auch Datenbanken für Asylsuchende, für Visa-Antragsteller. Also die müssen alle auch ihre Gesichtsbilder und ihre Fingerabdrücke abgeben beispielsweise. Und jetzt gibt es natürlich eine große Lücke aus Polizeisicht. Das sind nämlich die Menschen, die aus visafreien Staaten kommen. Also es gibt ja so, ich glaube, es sind so über 40 Staaten, mit denen die EU ein Abkommen hat der Visafreiheit, wo man also gegenseitig kein Visum beantragen muss. Aber man möchte auch deren Fingerabdruck und Gesichtsbild haben. Und das ist eben so ein System, was nächstes Jahr eingerichtet wird. Das nennt sich ein Ausreisesystem. Also jede Person, die nicht aus der EU stammt, muss dann bei der Einreise das Gesichtsbild hinterlegen und 4 Fingerabdrücke. Das wird dann ein paar Jahre lang auch gespeichert und kann auch von Polizeibehörden beispielsweise genutzt werden. Und Sie hatten gefragt, also nach dem Thema, also wie hängt das mit Migration, Geflüchteten zusammen? Und das sind halt alles Anwendungen, die vor 20 Jahren schrittweise eingeführt wurden für Asylsuchende und die jetzt eben auch andere treffen. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass Drohnen zur Entmenschlichung derjenigen beitragen, die versuchen, Grenzen zu überschreiten und möglicherweise das Potenzial für Menschenrechtsverletzungen dann erhöhen? Also die Gefahr, dass Drohnen die Menschen am Boden entmenschlichen, finde ich, sehe ich sehr groß. Aus verschiedenen Gründen. Also erstmal kommen die Drohnen ja aus dem Militärbereich. Das ist sowieso eben, ja, kennen wir ja auch, wenn wir reden ja hier von unbewaffneten Drohnen. Aber wenn man von bewaffneten Drohnen ist ja quasi der Effekt, jemanden zu töten, wenn man das nur auf der Kamera sieht, vielleicht nochmals die Hemmschwelle, so wird es zumindest beschrieben, auch nochmal deutlich niedriger. Und das beobachten wir auch im Bereich von Migration. Also da werden Menschen quasi nur so als Massen gesehen, die es abzuwehren gilt. So ist ungefähr auch die Rhetorik, wenn man mal anschaut, wie die Hersteller, das sind ja also bei den großen Drohnen, sind das Rüstungskonzerne, das auch vermarkten. Die sprechen dann auf ihren Webseiten von sowas wie Wellen von Migration, mit denen Europa konfrontiert ist. Also das ist auf jeden Fall so ein Faktor. Und dann natürlich auch
eine Dimension, also wir hatten ja schon von Frontex gesprochen. Die Frontex-Drohnen fliegen im zentralen Mittelmeer und die übernehmen de facto die Luftaufklärung für Libyen, also für die dortige Küstenwache. Die Küstenwache gehört zum Militär. Und Frontex liefert also quasi die Bilder von Booten mit Geflüchteten, benachrichtigt dann die Küstenwache in Libyen, gibt denen diese Bilder auch. Also das ist inzwischen auch dokumentiert. Le Monde hat kürzlich nochmal dazu berichtet. Und auch das ist sozusagen so, da geht es überhaupt nicht mehr darum, dass die Menschen vielleicht auch einen Grund haben zu fliehen, sondern es geht nur darum, sie möglichst früh aufzuhalten und möglichst eben dahin zurückzuschieben, wo sie hergekommen sind und sich die Hände reinzuwaschen. Und deswegen schickt Frontex eben Flugzeuge und jetzt auch Drohnen. Also seit 2 Jahren fliegt diese große Drohne im Mittelmeer. Jetzt gibt es auch eine weitere, die von Kreta aus fliegt, um eben quasi nicht selber die Menschen zurückzuschieben, was völkerrechtlich nicht erlaubt ist, sondern eben in dem Fall die libysche Küstenwache anzurufen, um die Menschen zurückzuholen. Also die Gefahr ist recht groß, dass zum Beispiel rechtsliberale Politikern einen Drohneneinsatz dann auch instrumentalisieren für ihre Zwecke. Naja, ich würde mal sagen, das tun sie ja schon. Also die Drohnen fliegen ja in Ländern, also wenn ich jetzt mal Griechenland nehme, wo es ja eine rechtskonservative Regierung gibt, die ja durchaus in der Kritik steht mit ihrer Flüchtlingspolitik. Und Griechenland hat selber eigene Drohnen, also kleine, mittlere, große und jetzt eben auch eine Frontex-Drohne. Und natürlich dient das dazu, die Interessen durchzusetzen, wo an oberster Stelle Migrationsabwehr steht. Zur Grenzüberwachung muss eine Drohne die Art menschlicher Aktivitäten einschätzen können. Also manchmal bei zum Beispiel schwierigen Lichtverhältnissen in unterschiedlichen Landschaften gelingt das immer. Und welche Konsequenzen können Fehleinschätzungen dann haben? Ich würde mal sagen, diese ganzen Entwicklungen sind noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Also Drohnen ist ja jetzt keine so neue Technik mehr. Ich sag mal, in den 10er Jahren haben ja schon Polizeibehörden angefangen, Drohnen einzuführen. Dann später wurden sie eben, ging es immer mehr in die Breite. Sie wurden immer erschwinglicher, immer kleiner, immer leichter. Und auch für die Polizei haben sich da neue Anwendungen ergeben. Also ich sag mal so, bei der Polizei oder auch bei der Grenzpolizei ist es so, das ist jetzt vollzogen. Die haben also im Wesentlichen alle Drohnen beschafft. Die Einsatzzwecke werden jetzt auch erweitert. Und jetzt hat man halt, jetzt will man halt einen Schritt weiter gehen und diese Anwendungen verbessern. Und das ist eben, wie wir es schon eingangs davon hatten, also entweder Drohnenschwärme beispielsweise oder künstliche Intelligenz. Und da wird eben quasi gerade dran geforscht. Also um Drohnen im Schwarm fliegen zu lassen, also teilautomatisiert, braucht es eben Verfahren künstlicher Intelligenz. Und auch wenn man jetzt an der Grenze eine Drohne, eine kleine oder mittlere Drohne fliegen hat, dann ist es natürlich auch schlau, wenn die beispielsweise Muster erkennen kann. Also wenn sie zum Beispiel programmiert wird zu sagen, wenn du in einem unbesiedelten Gebiet eine Gruppe von Menschen triffst, dann folge denen beispielsweise. Dass Drohnen Gesichtserkennung dabei einsetzen, das würde ich nach meiner Kenntnis, ist das noch ein sehr weiter Schritt. Das mag Behörden geben, die sich das wünschen. Im Militär wird daran auch schon geforscht. Es soll auch schon Drohnen geben, die, also da geht es jetzt um bewaffnete Drohnen, die per Gesichtserkennung ein Ziel erkennen, verfolgen können und sich dann draufstürzen und das Ziel dadurch eliminieren, also den Menschen dann in dem Fall töten. Im Bereich von Polizei gibt es sowas noch nicht. Und da würde ich sagen, es ist auch noch ziemlich weit weg. Aber trotzdem, Verfahren künstliche Intelligenz spielen natürlich eine große Rolle. Und wie ist das rechtlich dann? Denn bei der Überwachung der Grenzgebiete werden möglicherweise auch viele Daten von uns, also von mir, wenn ich in so einem Grenzgebiet lebe, mit erfasst. Wer kontrolliert, dass die nicht missbraucht werden? Also ich würde sagen, das spielt in dem Fall keine Rolle. Die Drohnen werden ja erstens mal von der Polizei eingesetzt. Also die Bilder werden jetzt ja nicht online gestellt beispielsweise. Und dann ist die Sensorik
die mag dafür geeignet sein, auch Gesichter zu erfassen, aber die Drohnen fliegen ja doch relativ hoch. Das heißt, darum geht es nicht, um Menschen zu identifizieren. Also es geht ja eher darum, Menschen ohne Gesicht, Migrantinnen, Migranten, wo es auch gar nicht unbedingt darum geht, beispielsweise, ob die jetzt einen Namen haben oder was die eigentlich hier wollen. Und wenn es dann sozusagen einen Beifang gibt, damit meine ich jetzt also Menschen, die vielleicht im Urlaub in dieser Region sind oder dort leben, dann spielt das jetzt nicht unbedingt eine große Rolle. Also Datenschutz wird dabei jetzt nicht berücksichtigt. Das habe ich zumindest so noch nie gehört. Okay. Das System Reaction soll auch laut der Präsentation Such- und Rettungsaktionen unterstützen. Können wir dann hoffen, zum Beispiel, dass Flüchtlingsboote, die in Seenot geraten, eher eine Seltenheit werden im Mittelmeer? Ganz bestimmt nicht. Also Such- und Rettungseinsätze, man könnte jetzt überspitzt sagen, von weißen Menschen, ja. Aber von Menschen mit dunkler Hautfarbe, damit meine ich jetzt also Menschen, die aus anderen Ländern in die Europäische Union fliehen, da geht es mit Sicherheit nicht darum, die möglichst früh zu retten. Wenn, dann geht es darum, die möglichst früh festzustellen und zurückzuschieben beispielsweise. Aber was natürlich stimmt, ist, dass auch Rettungsorganisationen, damit meine ich jetzt wie in Deutschland das Technische Hilfswerk oder Feuerwehren beispielsweise, also die sogenannten Blaulichtorganisationen, forschen natürlich auch an Drohnen. Drohnen können auch sehr hilfreich sein, um Lawinenopfer zum Beispiel festzustellen, indem man einfach die mit Sensoren ausrüstet, die Handys orten können. Und wenn man unter einer Schneedecke ein Handy ortet, dann weiß man mit ziemlicher Sicherheit, dass da auch ein Mensch drunter ist. Also Drohnen werden auch in verschiedenen anderen Anwendungsbereichen beforscht und entwickelt, wo ich auch sagen würde, das ist sicherlich ein richtiger Zweck. Aber mit der gleichen Technik kann man natürlich auch Handys auf dem Mittelmeer orten, wenn man beispielsweise schlechte Sicht hat oder in der Nacht. Und das macht Frontex. Also Frontex hat an ihren Drohnen, das ist zumindest Airbus, das ist der Konzern, der die Drohnen steuert für Frontex, Rüstungskonzern, die sagen, dass sie Technik zur Ortung von Mobiltelefonen an Bord haben. Und das ist halt das Zweischneidige. Also dass diese ganzen Entwicklungen, manchmal würde ich auch sagen, ja, es ist gut, dass daran geforscht wird, aber für was die Technik dann eingesetzt wird, ist natürlich äußerst fragwürdig. Okay, hat dabei seine sinnvolle Applikationen. Also es gibt immer wieder Kritik, dass Länder Rechtsverstöße in ihren eigenen Behörden versuchen zu vertuschen und zum Beispiel verstecken sich hinter Frontex. Oder dass Frontex zum Beispiel etwas nicht gesehen haben möchte. Können Sie Beispiele nennen und wie reagiert Frontex in diesen Fällen? Ja, also am besten dokumentiert ist es in Griechenland, also wo die dortige Küstenwache massenhaft Menschen zurückschiebt. Zurückschieben bedeutet, Leute, die in kleinen Booten auch schon angekommen sind auf den Inseln, wie zum Beispiel auf Samos, da ist es dokumentiert, dass die dann quasi von der Küstenwache oder von der Polizei wieder eingesammelt werden, an die Küstenwache übergeben werden. Die setzt sie dann auf offenem Gewässer in so Rettungsinseln, so aufblasbare Rettungsinseln und lässt sie dann zurück in die Türkei treiben. Und das ist völkerrechtswidrig, weil die Menschen einen Anspruch haben, dass ihr Asylantrag entgegengenommen wird. Und da pfeifen die Behörden natürlich drauf. Und deswegen, also das ist für Griechenland auch an den Landgrenzen nachgewiesen, also massenhaft. Es gab viele Berichte, hierzulande ist am besten bekannt, also der Spiegel hat sehr viele Berichte dazu dokumentiert. Naja, und Frontex ist in dieser Region präsent, also hat auch Einsätze in der Ägäis mit Flugzeugen und Schiffen. Übrigens auch die deutsche Bundespolizei ist dort immer wieder mit ein bis zwei Schiffen am Start. Und es ist belegt, dass diese Einsätze beobachtet wurden. Es ist auch belegt, dass die Berichte darüber unter den Tisch gefallen sind. Belegt ist es nämlich dadurch, es gibt eine EU-Agentur, die ist dafür zuständig, Betrug zu untersuchen. OLAF ist die Abkürzung und OLAF hat Frontex untersucht und hat genau das festgestellt, hat einen Bericht erstellt, eine Studie erstellt darüber, die ist öffentlich geworden, die sollte eigentlich nicht öffentlich werden, ist öffentlich geworden und da steht eben drin, dass der damalige Frontex-Chef die Berichte darüber gar nicht haben wollte, der auch quasi angewiesen hat, über bestimmte Fälle keine Berichte anzufertigen und das ist alles rausgekommen.
Das ist natürlich problematisch. Eine kurze Frage zum Business. Wer stellt die Drohnen her und wer profitiert alles von diesen Drohnen? Also wenn wir jetzt von den Frontex-Drohnen sprechen, von den großen Drohnen, die zur Grenzüberwachung genutzt werden, dann sind das alles Drohnen, die aus dem Militärbereich kommen. Also jeder Küstenanrainer hat ja seine eigene Küstenwache, die Drohnen fliegen. Also in Italien ist das zum Beispiel die Firma Leonardo, ist auch ein großer Rüstungskonzern. Also die fliegen Drohnen für die italienische Küstenwache. Bei Frontex ist das ein israelischer Konzern, IAI. Also die Israel Aeronautics Industries ist die Abkürzung dafür. Das sind übrigens Drohnen, die auch von der Bundeswehr geflogen sind. Also in Afghanistan und in Mali fliegt die Bundeswehr die Drohnen vom Typ Heron 1, sind also auch Aufklärungsdrohnen. Und auch bei der Bundeswehr werden sie von Airbus geflogen. Also Airbus liest diese Drohnen aus Israel und stellt die quasi mit einem Dienstleistungsvertrag Frontex zur Verfügung. Das heißt, die Airbus-Drohnen, die in dem Fall entweder auf Kreta oder auf Malta stationiert sind, also die Frontex-Drohnen, werden von Airbus dort gestartet, gelandet, geflogen und die Daten dann an Frontex übermittelt. Also das ist das Einzige, was Frontex davon hat. Also Frontex gibt also Geld dafür aus und bekommt dafür die Aufnahmen der Drohnen. Alles andere macht Airbus. Mhm. Drohnen sind ja auch nicht alles. Es gibt ein ganzes Netzwerk von Technologien. Und was ist in den letzten Jahren dazugekommen an Überwachungstechnologien und was könnte noch kommen? Naja, also alle möglichen Dimensionen in der Luft und im Weltraum sind dazu gekommen und auch da werden gerade Lücken gefüllt. Also es gibt so ein EU-Forschungsprojekt, was auch an der Grenze Griechenland-Türkei erprobt wird. Das nennt sich Foldout, wer den Begriff nicht kennt. Also man konnte das mit Entlaubung übersetzen. Und da geht es halt um Technologie, die quasi auch im Sommer, also wenn die Bäume Blätter tragen, auf den Boden schauen können. Das ist eben Infrarotsensorik beispielsweise oder Radar. Und dieses Projekt hat halt quasi, ja, das ist so abgestuft wie so eine Kaskade. Also am Boden sind Bewegungsmelder und Mikrofone und darüber fliegen kleine Drohnen, darüber fliegen Hubschrauber oder Flugzeuge, darüber fliegen so Zeppeline. Darüber sind dann Satelliten. Also man hat quasi verschiedene Ebenen, die mit einer bestimmten Auflösung ein Gebiet beobachten können. Und ich sage mal vereinfacht, wenn der Satellit was entdeckt oder der Zeppelin, dann kann quasi die nächstniedrigere Ebene alarmiert werden. Dann kann der Hubschrauber losfliegen. Wenn der was entdeckt, dann kann der quasi der kleinen Drohne den Auftrag geben, dieses Ziel zu verfolgen. Und das klingt schon alles ziemlich dystopisch, wenn man sich das mal so überlegt. Also dieses Projekt Foldout kann man auch im Internet nachsehen und tatsächlich die Grafiken sind echt erschreckend, also mit was für einem Machbarkeitswahn da rangegangen wird. Aber da fehlt noch eine Dimension, nämlich die Stratosphäre. Also zwischen der Atmosphäre, wo eben Flugzeuge oder auch Drohnen fliegen und dem Weltraum, gibt es eben noch eine Ebene, wo relativ wenig Überwachungsgerät fliegt. Da ist die Luft also sehr dünn, zu dünn für Flugzeuge. Aber es gibt eben so Stratosphärensegler, die jetzt gerade entwickelt werden, die für alle möglichen Zwecke genutzt werden können. Da kann man zum Beispiel WLAN, also Internet quasi drüber streamen beispielsweise. Man kann aber auch Kameras dranhängen und das macht jetzt Frontex. Also Frontex sagt, wir wollen mit diesen Stratosphärenseglern die Lücke zwischen Drohnen und Satelliten schließen. Und ja, da fragt man sich, was für eine Lücke habt ihr denn noch? Also das ist halt, was ich meine, so dieser Machbarkeitswahn. Also dass man mit allen möglichen Mitteln, das kostet ja auch richtig viel Geld. Also wir reden ja über heftige Millionensummen, die da reinfließen. Genau. Und das alles zur Migrationsabwehr. Wie würden Sie das formulieren? Heißt mehr Technik auch automatisch mehr Sicherheit jetzt zum Schluss? Na, das kommt darauf an, wie man Sicherheit definiert. Also mein Sicherheitsbegriff, der würde sich eher am englischen Safety orientieren. Also meine Sicherheit, meine Utopie von Sicherheit ist, es soll allen Menschen gut gehen und nicht die Menschen sollen vor irgendwas bewahrt werden, was eben als Störung oder als gefährlich definiert wird. Und Migration wird ja sehr dämonisiert.
und wird als Gefahr begriffen. Also auch das Wording auf EU-Ebene ist ja Bekämpfung von Migration, illegale Migration beispielsweise. Und ja, diese Art von Sicherheit ist nicht meine Sicherheit. Und deswegen würde ich sagen, nee, also mit zunehmender Überwachung, mit zunehmender Technik zur Migrationsabwehr wird das Leben auf jeden Fall unsicherer. Sind wir auf dünnem Eis. Vielen Dank, Herr Monroy, für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne.